Ich habe eine Frage an Felix. Was war dein lustigster Moment in der Nationalmannschaft? Hey Konrad, du hattest eine gute Frage an mich, deswegen hier meine Antwort. Der lustigste Moment in der Nationalmannschaft war, wo ein Spieler von uns etwas zu spät kam zu der Besprechung. Wir haben dann alle auf ihn gewartet und wo er kam, mussten wir alle so ein bisschen lachen, weil er auch eine gute Ausrede hatte. Und wie es bei dir vielleicht auch üblich ist, in der Schule muss man auch pünktlich sein. Und es gilt auch für uns Profis, deswegen, das war ein lustiger Moment in der Zeit. Ganz liebe Grüße. Felix. Hallo Marco, wer ist für euch der größte Spaßvogel im Team und was magst du im Training gar nicht? Ja, servus Elias, hi, hier ist der Marco. Zwei wirklich coole Fragen, was du gestellt hast. Zu deiner ersten Frage, ganz klar zählt darunter Freddy Jensen und Rane Kedira, würde ich behaupten, unter die Spaßvögel bei uns im Team. Und zu deiner zweiten Frage, ja, Training macht absolut immer Spaß, aber wenn der Ball mal nicht dabei ist, wie beim Aufwärmen oder so, das ist dann weniger cool. Trotzdem danke für deine Fragen. Hau rein. Ciao, dein Marco. Ciao. Hallo Benjamin, hast du auch Haustiere? Hi Finn, vielen Dank für deine Frage. Ich habe aktuell leider keine Haustiere, hatte aber schon eine Katze und einen Hund und vielleicht hole ich mir auch demnächst wieder einen Hund. Hallo Florian, ich bin der Raphael aus Königsbrunn und ich habe zwei wichtige Fragen an dich. Ob du Kinder hast und was du am liebsten essen tust. Hey Florian, sammelst du auch Fußballkarten? Servus Raphael und Antonius, coole Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe einen Sohn, Felix, 1,5 Jahre. Genau, mein kleiner Mann zu Hause. Dann die zweite Frage, das Lieblingsessen von mir, ganz klar Dampfnudeln. Leider sind meine beiden Omas verstorben und die konnten es am besten. Seitdem habe ich es nicht mehr so oft gekriegt, aber Dampfnudeln ist mein Lieblingsessen. Und ob ich Bilder sammel, so Panini-Bilder. Früher habe ich ganz viele, habe ich jedes Heft voll gemacht. Mittlerweile bin ich jetzt, glaube ich, aus dem Alter raus und sammle nicht mehr, aber früher habe ich ganz viele gesammelt. Hallo, ich bin Pauline. Ich hätte eine Frage an Raphael Ginkiewicz. Ich liebe Nutella. Bei was wärst du schwach? Ja, ich mag gerne einfach Wege essen, weil ich gegessen kein Fleisch und jedes Frühstück für mich ist einfach eine Bowl oder Smoothie. Ich mache auch gerne jeden Morgen. Hi Raphael Ginkiewicz, ich bin Moritz und bin 9 Jahre alt. Ich bin riesengroßer FCA-Fan und von dir. Außerdem spiele ich im Verein FC Mehring, spiele ich auch auf der Torwartposition. Hier kommt meine Frage. Wenn du auf eine einsame Insel gehen müsstest, wen würdest du von deinem Team mitnehmen? Du darfst nur einen mitnehmen und warum? Tschüss Rafa, wir sehen uns. Ja, ich nehme gerne Marco Richter, weil mit ihm ist immer viel Spaß und ich glaube, wir haben guten Kontakt. Hallo, ich bin der Jakob, bin 6 Jahre alt und ich habe eine Frage an dich, Rani Kedira. Ob du als Kind auch so ein großer Fußballfan warst wie ich? Hey Jakob, ja genau, ich war auch schon als Kind ein sehr großer Fußballfan. Ich habe mit 2 oder 3 Jahren das erste Mal gegen den Ball getreten mit meinem Papa. Mit 6 Jahren dann auch im Verein angefangen und von dem her war Fußball schon immer die größte Leidenschaft und mein Hobby und das, was ich am liebsten gemacht habe. Und von dem her war ich genauso ein Fan wie du. Hallo Alfred, ich habe schon immer eine Frage gehabt. Wen magst du lieber, Messi oder Ronaldo? Und wer war dein Idol in der Kindheit? Hi, danke für die Frage. Ich finde die beiden natürlich super, und die waren natürlich Weltklasse in den letzten Jahren. Aber wenn ich eine aussuchen könnte, dann wäre es natürlich für mich Lionel Messi. Er hat was ganz Besonderes, was kein anderer Spieler hat. Mein Idol als Spieler, also in meiner Jugend, war der brasilianische Ronaldo, El Fenomeno. Er war für mich einfach top. Er hat als Stürmer alles, und für mich war zuerst zu der Zeit der allerbeste Stürmer. Moin Fredrik, mein Name ist Jani. Ich bin in Sommerleine. Mehr weiß ich jetzt nicht auf Finnisch. Aber ich habe noch zwei Fragen. Die eine heißt, wie lange lebst du schon in Augsburg? Und die zweite,
Ich mag gerne Korvabusti und Kalliarambiraka. Magst du das auch? Hallo Jani, ich bin seit 2018 in Augsburg und Korvapuusti ja Karjalanpiirakka schmeckt auch bei mir. Mä tykkään tosi paljon tehdä korvapuustejakin ja Karjalanpiirakoita, mutta mä en itse osaa tehdä niitä, niin ehkä sä voit opettaa ne mulle.